Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top 10. Heute MP9s. Was ist da wohl Geiles dabei? Und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber Unfall. Auf dem 10. Platz liegt schon mal was ganz Gelbes bei mir, und zwar die MP9 Bulldozer. Es sieht irgendwie voll ungewohnt aus, wenn ein Skin so komplett clean gelb ist. Haben wir viele gelbe Skins? Es gibt rote, es gibt blaue, weiße, recht dunkle. Gibt es viele gelbe? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht so genau. 62 Euro bis 1094 Euro. Also der Preis zeigt, dass es wohl gar nicht so extrem viel gelbe gibt. Das ist einer der wenigen. Holy shit. Der 9. Platz wird schon direkt wieder ein bisschen, zumindest ein bisschen günstiger. Die Pandora's Box MP9 liegt dort. Ein ganz klein wenig, naja, sagen wir mal reflektierend. Schöne Äuglein-Gesichter, Köpfchen da drauf, total süß. Geld 150 Euro bis 167. Und der nächste Platz, hier der 8. in dem Fall, da ist es nochmal ein bisschen günstiger, zumindest der Einstiegspreis. Die MP9 Stained Glass. Schau mal, da ist nochmal deutlich mehr Glanz. Also ich würde hier schon richtig von Glanz sprechen, auf jeden Fall. Schön blau mit ein bisschen Rot dabei. 92 Euro bis 431 Euro. Also schon teuer. Und jetzt fallen wir vor allem preislich zum Glück deutlich tiefer. Mount Fuji hier auf dem 7. Platz. Ein sehr schöner Skin, Poli. Ich weiß, was du gerade zuguckst. Das ist genau. Und auch Blumi natürlich. Poli und Blumi, beide enden auf I. Natürlich lieben sie den. Ich wollte schon sagen Fuji, aber das wäre zu dämlich. 3 Euro bis 11 Euro von Kronstadt Wander her. Ja, ja, komm, ist in Ordnung. Ist wirklich gut. Auf dem nächsten Platz, schau mal da, eher was Weißes, die Airlock. Hier sind wir noch gemütlicher, 1 bis 12 Euro. Nur das, ja, wirklich dunkelorangene, fast eigentlich schon rote. Ist es rot? Meine Frau wird direkt sagen, das ist, was weiß ich, dann wird sie irgendeine Farbe nennen, die es gar nicht gibt. Irgend sowas wie Schaumol-Weiß. Wahrscheinlich ist die Waffe auch nicht weiß, sondern das ist irgendwie Schaumol-Weiß oder so ein Scheiß. Ja, also bis auf das Magazin ist sie sehr schön Schaumol-Weiß. Kann man sich nicht beschweren. Champagner-Orange vielleicht? Und jetzt auf dem nächsten Platz, auf dem 5. Platz, kommt endlich mal was Grünes mit Schlangen drauf. Die Hydra MP9 aus der CS20 Collection. Lecky schmecky, ich bin der Grün-Fan, das wisst ihr. Darum musste die natürlich reinkommen. 4 Euro bis 19 Euro geht nicht wirklich klar. 2 Euro würden reichen, aber komm, kann man auch mal ein Auge zudrücken. Und auf dem 4. Platz, da liegt die sehr schön bunt gestaltete Food Chain. So ein bisschen, so wie so die kleine Schwester der Hyperbeast, würde ich sagen. Auch offene Münder, Monster, die so gucken, da unten Monster, die schreien. Und ja, es ist wie gesagt schön bunt. Sowas gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Auch der Preis gefällt mir gut. 1 Euro bis 9 Euro. Da kann man sich schon mal Schönes aussuchen. Wird übrigens heute auch der Giveaway-Skin sein, die Food Chain. Ja, also das ist mein 4. Platz. Und jetzt kommen wir zu den vorderen 3. Was habe ich da wohl liegen? Wisst ihr das? Mal gucken. Auf dem 3. liegt schon mal so ein schöner Vollfarbton-Skin. Vorhin waren wir ja bei Gelb, jetzt sind wir bei Rot. Rote Skins, Hot Rod Skins gibt es mindestens einen weiteren. Und dieser Hot Rod leuchtet irgendwie weniger als gedacht oder glänzt vielmehr weniger als gedacht. Aber ist schon so, also jetzt so einen gewissen Grundglanz, den hält sie inne. Auch einen Preis hält sie inne, 126 bis 130 Euro. 2. Platz, da habe ich die Starlight Protector. Die haben wir letztens im Livestream-Giveaway gehabt. So ein leckeres Teilchen. Guck mal, die finde ich könnte wiederum glossy sein. So ein bisschen glänzig, oder? Okay, das Horn, das Einhorns glänzt vor sich hin. Das ist ein schönes Gimmick, aber ich finde auch, dass zumindest die Sterne oder zum Beispiel die Sterne oder vielmehr die ganzen goldenen Dinge ein bisschen glänzen könnten. Aber dass das Horn glänzt, ist schon nice. Das ist schon nice. 2 Euro bis 21 Euro ist auch nice. Also 2 Euro ist nice. Und nun seht ihr meinen Platz Number One. Das Teil, oh, ist schon wirklich sehr, sehr geil. Ich habe diesen Skin früher schon ein paar Mal gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich den in den Top Tens drin hatte. Wahrscheinlich schon. Aber, also mir ist er jetzt dieses Mal oder dieses Jahr so richtig krass aufgefallen, was für ein extrem geiler Skin das ist. Klar, wenn man ihn so ein bisschen gegen das Licht hält und da der scheiß Matsche-Pampen-Kack da drauf liegt, nicht so schön, aber wenn du ihn vom Licht wegnimmst und dir diese vollen Farben mal anguckst, geil. Also wirklich sehr schön, Farbkomposition und so weiter, tipptopp. Der Preis, den hört man nicht gerne. 1934 Euro bis 1965 Euro. Nein, einfach nein. Aber der Skin, ja.
Einfach ja. Ich habe es ja eben schon erwähnt, dass es ja heute im Giveaway die MP9 Food Chain für euch zu snacken gibt. Und die Frage ist recht einfach, ist die MP9 eine Macherwaffe oder nicht? Also das war die erste MP seit, gut zum Ende von Gohin, seit Anfang CS2, die ich jetzt wieder vermehrt spiele. Ganz, ganz früher zu Source und auch Gold-Zeiten, die ersten paar Jahre habe ich, wenn MP, dann P90 gespielt. Schön rein Noob-Sprain. Aber die MP9 ist jetzt wieder so, oder wächst so ein bisschen an mir. Sie ist wirklich schön zu spielen. Sie ist eine angenehme MP, finde ich jetzt. Das ist jetzt hier direkt meine Antwort auf die Frage. Man kann damit schön reinballern. Ich frage mich, wie ihr das seht. Wenn ihr darauf antwortet, seid ihr automatisch mit im Giveaway dabei. So, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Dort gibt es immer Skins und Giveaways und hin und her und pipapo. Viewgames natürlich auch. Jede Menge Spaß. Also einfach vorbeikommen und mitmachen. Wir sehen uns. Haut da rein. Dankeschön für Likes, Kommentare und so weiter. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.